Es ist sehr, sehr schön, dass ihr alle da seid heute zu unserer Kundgebung. Wir sind das Neuperlacher Hebammen- und Kinderkrankenschwester-Team aus der Geburtshilflichenstation Neuperlach München Klinik. Mein Name ist Disco Stenzel und ich freue mich, dass so viele gekommen sind und uns unterstützen wollen. Wir haben hier Flyer ausgelegt, vielleicht haben viele von euch schon mitbekommen, wir haben eine Petition gestartet, die ist jetzt mit 20.000 Unterschriften schon relativ erfolgreich, wir freuen uns sehr drüber, genau, und ja, es geht um den Erhalt unserer geburtshilflichen Station in Neuperlach. Wir sollen 2024 zusammengelegt werden nach Harlaching, auf das Gelände, auf das Neubaugelände nach Harlaching. Wir haben ständig wachsende Geburtenzahlen, 1450 sind es mittlerweile letztes Jahr gewesen und haben sehr, sehr zufriedene Familien und Frauen und finden das unfassbar schade und sehr, sehr uns auch wütend machend, dass man hier eine Frauen- und Familienhilfstation, eine Hilfe für Frauen und Familien hier in Neuperlach umsiedeln möchte, wo es eigentlich ein extrem wachsender, bevölkerungsreicher Stadtteil ist. Genau. Und ich würde jetzt mal an meine Kolleginnen hier weitergeben, die Leonie, die steht rechts von mir, und die Lotte. Genau. Und wer noch was sagen möchte dazu, der sei herzlich aufgefordert, hier auch nochmal ans Mikro zu greifen und einfach auch Informationen weiterzugeben. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Genau. Also die Sisko hat schon viel Wichtiges gesagt, aber schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr. Ich bin die Leonie, das ist die Charlotte und wir sind Hebammen im Kreissaal und auf der Wochenbettstation im Klinikum Neuperlach. Und danke, dass ihr alle trotz dem Weihnachtsstress gekommen seid. Wir sind hier, weil wir die geplante Schließung unserer Abteilung verhindern wollen. Wir haben als Team aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern eben vor ungefähr einem Monat die Petition dagegen gestartet, die inzwischen mehr als 20.000 Unterschriften hat. Und diese Unterstützung hat uns gezeigt, dass das Thema von wohnortnaher und guter Geburtshilfe alle angeht. Das motiviert uns sehr und gibt uns die Energie, weiter dran zu bleiben. Auch einige Parteien sind durch diese Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam geworden und haben darauf reagiert. Was auch genau das ist, was wir brauchen, da letztendlich der Stadtrat entscheiden wird, ob wir weiter offen bleiben. Trotz aller Unterstützung und Befürwortung, laut dem jetzigen Stand, soll die Abteilung noch immer geschlossen werden. Es gibt noch keine eindeutige Positionierung aus dem Stadtrat und wir wissen nicht, wie sie darüber entscheiden werden. Genau, wie Sisko schon gesagt hat, ist unsere geburtshilfliche Abteilung für ein sehr großes Einzugsgebiet da. Nicht nur für einen großen Teil vom Münchner Osten, sondern auch für viele Bereiche aus dem Umland, wo in den letzten Jahren schon viele Kreißsäle geschlossen worden sind. Und wo wir halt wissen, dass genau hier München sehr stark wächst. Zum Beispiel wird der Bezirk Ramersdorf-Perlach bis 2040 um 11,6% wachsen. Hier werden mehr Kreißsäle benötigt und nicht weniger. Und auch der geplante Neubau in Harlaching mit 4.000 Geburten reicht dafür nicht aus. Wenn wir weg sind, bedeutet das für viele Familien sehr weite Wege. Und das ist unter Geburt nicht nur anstrengend, sondern unter Umständen auch gefährlich. Vor allem für Familien, die kein Auto haben, ist eine große Herausforderung, um 3 Uhr morgens den nächsten Kreißsaal zu erreichen. Außerdem sind wir sehr stolz auf die Geburtshilfe, die wir machen. Wir betreuen gesunde Frauen und Schwangerschaften und denken, dass es sehr wichtig ist, dass es Abteilungen gibt, die einen Fokus auf ganz physiologische Verläufe haben und nicht, dass es nur große Zentren gibt für alle Risiken. Dadurch haben wir eine sehr niedrige Kaiserschnittrate und wir können sehr individuell betreuen und kriegen viele positive Rückmeldungen von den Familien, die zu uns kommen. Wir haben keinen Personalmangel, was total selten ist. Wir sind ein stabiles und sehr motiviertes Team und das ist im ganzen Gesundheitssystem eine Seltenheit. Wir wollen als Hebammen und Kinderkrankenschwestern so arbeiten und nicht, wie die meisten Kolleginnen nach wenigen Jahren, völlig ausgebrannt die Geburtshilfe verlassen.
Wir wollen, dass Frauen sich selbst aussuchen können, wo sie gebären wollen. Wie die gesundheitliche Versorgung von Frauen funktioniert, betrifft uns als Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, aber auch als potenzielle Patientinnen. Deshalb ist es nicht nur ein Thema für unser Team von 50 Kolleginnen, sondern ein feministisches Thema für hunderttausende Frauen in München. Es kann nicht sein, dass es der Stadt München egal ist. Wir können nicht glauben, dass wir geschlossen werden sollen, obwohl wir gut funktionieren. Ganz klar geht es hier nicht um eine qualitative Entscheidung, sondern um Geld. Nach der neuen Gesundheitspolitik vom Gesundheitsminister Lauterbach für 2025 sollen nur große Kreissäle, die eine Kinderklinik haben, zusätzlich Geld bekommen, um rentabel zu sein. Das wird dazu führen, dass immer mehr kleine Abteilungen geschlossen werden, da die Geburtshilfe im pauschalen System eh keine Gewinne bringt. Damit wird Zentralisierung in einem Bereich gefördert, der eigentlich überall verfügbar sein sollte. Daraus lässt sich ableiten, was für ein riesiges Problem das DRG-System, mit dem die Krankenhäuser sich finanzieren und rechnen sollen, ist. Auch in anderen Bereichen führt es zu schlechteren Behandlungs- und Arbeitsbedingungen, Personalabbau und Abteilungsschließungen. Gute Gesundheitsversorgung lässt sich nicht in Geld aufrechnen. Deshalb Fallpauschalen abschaffen. Und wir sprechen hier direkt die PolitikerInnen im Stadtrat, vor allem die größten Fraktionen, die Grüne und die SPD und insbesondere den Oberbürgermeister Dieter Reiter, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der MÜG ist, an. Erhalten Sie unsere Abteilung für Familien in München und für uns Hebammen, die weiter in München in der Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung arbeiten wollen. Voraussichtlich wird Ende März im Stadtrat über das neue Medizinkonzept für die Münchenklinik verhandelt und auch über den Erhalt unserer Abteilung. Bis dahin wollen wir weiter in der Öffentlichkeit Druck machen, um die Schließung zu verhindern. Davor wollen wir eine öffentliche Petitionsübergabe machen, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr auch alle dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram auf Geburtshilfe-Neuperlach folgt und die Petition weiterhin teilt und darüber in eurem Umfeld redet, weil es uns alle angeht. Wenn jemand anderes jetzt eine Rede halten will, dann seid ihr sehr herzlich eingeladen.